Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Matt Burago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Ja, wir sind hier bei der Junkbox-Ausgabe von Call of Juarez, Bounded in Blood. So, es geht weiter in der Verlängerung bei Part Nummer 7. Wir sind ja letztens mit der Postkutsche geflüchtet und haben uns beschlossen, dass wir uns auf den Weg nach Mexiko machen. Auch alla Mexiko. Und zwar um den Schatz der Inkas, der Azteken zu holen, den die Conquistadores da eingesackt haben, der aber leider wohl verflucht sein soll und auch deswegen Call of Juarez genannt. So, wir gehen dann mal hier gleich weiter. Ich labere hier deswegen in dem Ende auf Kapitel 3 rum, weil jetzt kommt gleich Ende des Cutscene und ich halte mal ein bisschen meine Klappe. Eigentlich noch nicht, weil wir haben ja noch ein neues Geheimnis gefunden. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Aber jetzt kommt eine Cutscene. Ja, die dauert ein bisschen. Ah, jetzt. Running River sagt Krieg. Running River versammelt einen Stammesrat. Aber schenkt ihm kein Gehör. Ich brauche keinen Rat von Waschweibern, die vergessen haben, wie man kämpft. Du sagst, der Schatz sei verflucht. Ich sage, er gehörte den Alten, den Vorfahren und er ist eine Quelle der Macht. Es ist unser Volk, dem der Schlüssel zum geheimen Ort geschenkt wurde. Running River will Krieg gegen den Weißen Mann führen und das heilige Medaillon dazu verwenden, Gewehre zu kaufen. Pumas Paw fragt, wer verkauft uns Gewehre? Die Weißen? Vielleicht erschießen sie sich ja gleich selbst. Pumas Paw ist zahnlos und miaut wie ein Kätzchen. Im Süden, wo der Schatz versteckt liegt, gibt es Menschen, die die weißen Kojoten genauso hassen wie wir. Sie werden uns die Waffen verkaufen. Das liegt jenseits der Berge, jenseits des Flusses. Wer nimmt solch eine Reise auf sich? Mein Sohn, Seen Father, er spricht wie seine Mutter die Sprache der Weißen. Mein Sohn, es ist Zeit zu zeigen, dass du einer von uns bist. Indem wir einen Krieg führen, der unserem Volk den Untergang bringt? Seen Father verdient seinen Namen. Vielleicht verdient er auch den Namen Feigling. Niemand, nicht einmal der große Häuptling der Apachen, Running River, nennt mich Feige. Dann beweise dich. Zeige, dass du ein Apache bist. Gut, Vater. Ich reise nach Süden und finde jemanden, der uns Gewehre verkauft. Dann hast du deinen Krieg. Running River hat keinen Respekt gegenüber seinem Schöpfer oder den Älteren. Er will das Medaillon seinem sicheren Versteck entreißen und wird so den Zorn des Schöpfers über sein Volk bringen. Nicht Running River wird Opfer bringen, sondern sein Stamm und sein Sohn. Pumas Paw hat gesprochen. Running River hat gesprochen. Es gibt Krieg. Das ist ja eine neue Entwicklung hier. Und zwar jetzt mischen auch noch die Apachen mit. Aber mal schauen, was unsere Macaulay-Brüder jetzt so treiben. Ich denke mal, es wird nämlich gleich weitergehen mit der Erzählung von William. Und zwar, genau, Akt 2. Sie sah aus wie ein Engel. Mal sehen, wer der Engel ist. Mexiko. Was für ein gottverlassenes Land. Ray hatte Geschichten über einen Aztekenschatz in den Hügeln um die Grenzstadt Juarez gehört. Man sagt, er sei verflucht und jene, die ihn suchten, verfielen dem Wahn. Einheimische nennen das den Call of Juarez. Ray glaubte nicht an den Fluch und überzeugte Thomas, mit Hilfe des Schatzes unsere Farm in Georgia wieder aufzubauen und von vorne anzufangen. Das war in der kleinen Cantina von San Lorenzo. Und dort war es auch, dass meine Brüder sie zum ersten Mal sahen. Oh, sie! Sie sah aus wie ein Engel. Aber das Aussehen kann täuschen. So, jetzt kommt noch ein Frauenzimmer in die ganze Geschichte.
damit wird das natürlich spannend. So, warten wir mal, die ist jetzt aufgezogen. So, da ist die Dame und wir schauen einfach mal weiter, was jetzt so passiert. Mexiko nahe San Lorenzo, 1866, Gegenwart. Die Aussicht auf den Schatz und schnelles Geld hat einen Haufen Gesindel angelockt. Redest du von uns, kleiner Bruder? Oh Jesus. Der Schatz ist nur ein Märchen. Für gottesfürchtige Leute gibt es nur eine anständige Möglichkeit, reich zu werden. Harte Arbeit und Aufopferung. Oder man findet deinen reichen Sack und drückt ihm die Waffe an die Stirn. Du bist betrunken. Oh, so allmählich. Morgen kaufen wir die Ausrüstung und beginnen mit der Suche. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Jetzt brauche ich nur noch mehr Tequila. Und eine Frau mit möglichst wenig Anstand. Ich glaube, da kommt gerade der besagte Engel in das Lokal. Hübsche Mexikanerin, oh lala. Und der Hüftschwung, oh lalala. Wer zum Teufel ist das? Warum so eilig, kleine Lady? Barboso. Mr. Devlin will dich sehen. Und wenn ich ihn nicht sehen will? Noch heute, Senorita. In seinem Bett, nur mit einem Lächeln bekleidet. Pendejo! Die kleine Katze hat aber mächtig Feuer. Aber er will keine Stute, die nicht eingeritten ist. Vielleicht sollte ich dich also erstmal einreiten und etwas zähmen. Du kleine Hure! Oh, was war das? So, da haben sich gerade die McCalls eingeschalten und das könnte interessant werden. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt gerade mit Thomas gespielt, ich denke mal, deswegen nehmen wir uns mal jetzt den Ray vor. Hallo Rayman! Ohne Kaninchen. So, wo haben wir den, Freunde? Ja, so, erstmal ballern wir hier ein bisschen näher. Du hast diese Jungs gerade ziemlich wütend gemacht. Ja, ich glaube auch. So, wir gehen mal hier hinten ein bisschen herum. Okay. Oh, da oben sind auch noch ein paar Freunde. Wir sollten vielleicht mal nachladen. Das macht nämlich die ganze Aktion mit dem Zielen ein bisschen besser. So, da oben ist noch einer. Beziehungsweise da war nur noch einer. Wo willst du denn hin, mein Freund? Der Kleine wollte wegrennen. Komm zurück! Oh. Ich will aber noch nicht zurück. Hallo, den kann ich doch nicht so schlecht schießen hier. So. Wo haben wir noch einen? Ah, da oben. So. Hilf mir mal hier. Mach ich doch ganze Zeit. So, Mann, schießt der schlecht hier. Okay, rostige Schnelllader. Was haben wir denn hier? Ich guck mal hier oben, ob wir nicht noch ein bisschen Geheimnisse finden. Der Ray hätte auch noch ein großes... Ah, der hat gar kein Gewehr. So, Zeit zum Nachladen. Schön, Thomas, dass du da hinten spielst. Würdest du mal... Los, jetzt, Bruder. So, wir haben unsere Pistolen wieder gerade durchgeladen. Sammeln hier noch ein bisschen Munition ein. Rostiger Schnelllader. Rostiger Ranger Schnelllader brauchen wir so nicht. Wir gucken uns trotzdem nochmal um. Ohoho. Hey, ihr wollt diese Hure hier? Yep, die werden wir uns jetzt auch holen. Glaubt ihr, dass ich sie einfach so herausrücke? Yep, das glauben wir.
Der Mistkerl tut ihr weh. Wir müssen den Sheriff rufen. Wir sind ja der Sheriff. Oder sollen wir diesem Arsch seinen Spaß gönnen? Ich würde sagen, nicht im Traum. Jupp. Oder? Ich glaube, dieses Mädchen hat's dir angetan. Komm schon. Was stellt ihr beiden nun schon wieder an? Na, das Übliche. Den Schwachen und Wehrlosen helfen? Beweg deinen Arsch zurück in den Saloon und warte dort. Genau, Saloon und Deckung. So, wir müssen nach dort. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsteile, und zwar die Koop-Action. A la Bestie. So. Volle Deckung, ja, nachladen. Oh, da haben wir auch noch einen hier. Beziehungsweise da hatten wir noch einen. So, mal schnell nachladen. Yo, Ray. Yo, Thomas. Das ist ja Thomas. Ja, gib mal volle Action hier. Haben wir noch jemand hier irgendwo? Nein, haben wir nicht. Oh. Sissi. Diese Ausdrucksweise, das kann ich ja gar nicht für gut halten. Okay, das heißt weitere Action. Wir gucken uns aber trotzdem nochmal hier um. Ganz ruhig. So. Der ist genau wie ich. Langsam? Nein, Bruder. Voller Stolz. Der wird nicht aufgeben. Okay. So, eine gute alte Schießerei im Wildweststil. Schnell mal nachladen. Okay. Thomas hat schon mal das große Zielrohr ausgepackt hier. Okay, scheiße, Dynamit. Hohoho. Das Spielchen kann auch zwei spielen hier. Okay, der wirft wieder. Rothaarige Dreckskerl geht mir langsam wirklich auf die Eier. Jo. Vielleicht sollten wir eben mal ein wenig auf die Eier gehen. Okay, danke Thomas, du hast ihn da oben erledigt. Bevor wir hier weitergehen, schaue ich mir gerne nochmal um, ob wir nicht irgendwelche Geheimnisse hier noch entdecken. Wäre ja schade drumherum, wenn uns was entgehen würde. Okay, hier gibt's nichts, in die Hütte kommen wir nicht rein. Aber auf alle Fälle in die Scheune gucken lohnt sich bestimmt mal. Da könnte vielleicht noch was sein. So eine kleine Kiste versteckt sich da bestimmt irgendwo. Aber hier haben wir Munition. Und ein guter Colt. Mal gucken, wechseln wir den alten Colt. Mit guten alten Colt. So, da haben wir erstmal ein bisschen abgegradet. Das ist das, was ich meinte, dass es die Waffen in unterschiedlichen Zuständen gibt. So, apropos Zustände. Hier herrschen ja auch mächtige... Boah, er hat die ganzen Hühner umgenietet hier. Thomas, kurz, will ich leisten, wa? So, wo geht's hier lang? Alles nach da oben? Okay, Was zum Teufel tust du? Genau. Hast haben du wir nicht gesagt. Verstand verloren? Was habe ich dir gerade gesagt? Ich komme mit! Bist du lebensmüde? Ein bisschen schon wohl. Bruder. In Deckung. Jo, abtauchen und Kopf runter, würde ich mal meinen. So, da geht's rauf. Wir sind jetzt natürlich jetzt mal der Dicke und kommen da nicht so einfach rauf. Und sind auf die Hilfe von Thomas angewiesen. Look, Thomas. Oh, super. Meine alten Mann ja hochhelfen. So, wo geht's hier lang? Gekonnter Sprung hier runter wieder. Hier mal um die Ecke schauen, ob sich hier was ist, was sich lohnt einzusammeln. Es gibt ja mal, wie gesagt, die besagten Geheimnisse. Oh, da kommen wir nicht rein. Nein, da kommen wir nicht rein. Okay. So. Wir machen mal einen größeren Bogen hier. Jetzt geht's los. Okay. Die werfen auch nur mit den Lampen. Das Spielchen können zwei spielen. So, Cool. Okay, wo bist du da? Du versteckst dich da hinten. Oh, beide Kanonen sind leer. Da sollten wir mal aufpassen und nachladen. So, der ist nachgeladen. Was war denn das für lustige Pirouette? So, hier sieht's.
gleich 5 Kugeln in jeden Mistkerl schießen. Ja, mein lieber sicher ist Kicher. Ich verschwende lieber meine Kugeln, als mir ihre Kugeln zu fangen. So. So, jetzt haben wir die Sache wieder mal So, wir sind aufgeladen. Da können wir gleich mal hier mal die Action machen, ja? So. Jetzt zahlt sich das wieder Training aus. Ja, finde ich auch. Wir haben super geschossen und alles getroffen, würde ich mal meinen. Ja, ich arbeite da schon dran. Jumai ist ja... arbeite dran, ja. So, einmal hier in Deckung. Okay, aber wie wir nun die nette Dame weiter retten oder nicht, das erfahren wir leider nicht mehr heute. Erst machen wir hier noch die Geldkiste auf und ja, das war's nämlich für heute schon mit Call of Juarez und die Junkbox, Oscar. Ja, wir sind Partner, aber ich mache hier gerade eine Abmoderation, lieber Thomas. So, also geht es dann beim nächsten Mal weiter, wenn's heißt Junkbox und die Gruppentherapie. Bis dahin bleibt nur noch eins zu sagen. Das hier ist meine Endcard. Hier auf dieser schicken Endcard findet ihr unten den Link zum Google Plus Profil. Da einmal draufklicken und ihr seid immer dabei. So wie den YouTube-Button zum Abonnieren. Nicht vergessen, abonnieren, falls ihr hier das erste Mal seid. Sonst hätte ich hier noch Empfehlung, hier das schicke Polaroid-Foto. Dort läuft nämlich dann aktuell neue Let's Play. Und zwar Teil 1 aus der Max Payne-Reihe. Genau, die Max Payne-Reihe hat gestartet jetzt am Montag. Da mal reinschauen und freut euch dran. Wir werden alle drei Teile spielen. Und ich hoffe mal, ich kann dort auch eure Kommentare lesen, weil ich lese gerne Kommentare und freue mich jedes Mal. Bis dahin bin ich MacGurago und sag Servus und Ade.